Bürgermeisterhof im Nürnberger Land zum Newsletter 130. Wir sind in diesem Jahr das erste Mal nicht auf der Konsumenta, einfach weil es bei uns hier so schön ist und wir Sie viel lieber zum Tag des Schreiners vom 4. bis zum 6. November einladen würden. Am Freitag, den 4., liest nämlich der Nachhaltigkeitspapst Ulrich Gruber aus seinem Buch Der leise Atem der Zukunft. Und kulinarisch wird er begleitet von der Spitzenköchin Diana Bürkel, die diese Stücke vom Gutanger Weidebullen für uns verarbeiten wird, am Kochworkshop. Den am Samstag, den 5. November, werden wir dann dieses Stück verarbeiten. Am Samstag und Sonntag ist natürlich auch Tag der offenen Tür, bei dem Sie alle Betten, Matratzen und Polstermöbel und natürlich Küchen testen können. Und besonders bei den Relax-Sesseln gibt es eine tolle Aktion, bei der Sie das anschmiegsamste Leder zum Preis des Einstiegsleders bekommen. Außerdem wollen wir alle Ausstellungssessel austauschen. Wir sind sehr glücklich, dass unsere erste Ausstellungsküche aus Thermobuche ihre endgültige Station bei jungen Kunden gefunden hat und wir empfehlen Ihnen das Video über eine lange Küchengeschichte und den Text, in dem die Küche selbst beschreibt, wie es ihr ergangen ist. Also fabelhaft. Bei unserem schon mehrfach erwähnten Pilotprojekt Stakeholder-Analyse ist ein Organisationswerkzeug herausgekommen, mit dem alle Betriebe Bayerns und vor allem Frankens die Analyse ihrer Anspruchsgruppen durchführen können, wofür sich die Ministerin ausdrücklich bei uns bedankte. Wir erklären auch, warum eine Kundin ihr Nachtkästchen als Aufstiegshilfe bezeichnet. Es ist nämlich für die Rollstuhlfahrerin nebenbei auch noch eine Leiter zum Hochziehen. Mit der Hotelmeisterin Marieke Selz haben wir ein tolles Objekt geplant, das am Ende dann leider doch ins Wasser fiel, weshalb sie jetzt guten Mutes eine neue Herausforderung in der Gastronomie sucht. Schauen Sie rein beim Tag des Schreiners vom 4. bis zum 6. November. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und auf Ihre Anmeldung. Und wir wünschen noch einen wunderschönen Herbst.